Hallo ich meine lieben Freunde und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe eine Sonnenbrille auf, ja, das BTM zeigt seine Wirkung. Ich habe die einfach mal ein bisschen aufgesetzt. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem und wir werden jetzt ein bisschen was bequatschen. Wie vielleicht der ein oder andere Boy unter euch weiß, habe ich jetzt, ja, den letzten Monat, kann man sagen, die letzten 30, 35, vielleicht lass es 40 Tage gewesen sein, wieder ein bisschen Mädchen 2 Content produziert, wie man jetzt hier vielleicht im Background so ein bisschen sieht. Also da wurde auf jeden Fall das ein oder andere Video wieder rausgeprescht, meine Freunde. Und es kam wirklich gut bei euch an. Die Resonanz auf diese Mädchen 2 Videos war wie gewohnt größer als auf die nicht Mädchen 2 Videos. Deswegen bin ich auch wieder so ein bisschen aufgegangen, habe mir echt Mühe gegeben, wie man vielleicht auch bei dem ein oder anderen Thumbnail sieht. So, ich habe da echt, ich bin ja kein Profi in sowas oder so, ich habe da echt so versucht ein bisschen kreativ zu sein und auch die Videos an sich so, habe ich trotzdem immer zugesehen, dass sie halt unterhaltsam sind, so, dass schon irgendwie ein bisschen nice ist auf irgendeine Art und Weise. Und obwohl ich wusste, dass diese Videos kurz danach gesperrt werden. Und jetzt kommen wir zu einem Faktor, was mich in die Enge treibt, Digga. Ich halte mir die Gun straight an den Head und drück ab und ich verreck. Du dummer Depp. Shit. Okay, okay, Digga. Aber Freunde, ich zeig euch, was Sache ist. Wir brauchen gar nicht lange rumwackeln, so. Ich zeig euch, was Sache ist. Also, wie man sieht, ist das hier mein Kanal. Hier sieht man Status und Funktion. Sascha LP, offizieller YouTube-Partner. Vor 3 Jahren bin ich in dieses Netzwerk eingetreten und habe seitdem Unmengen an Geld verdient durch YouTube-Werbeeinnahmen. Kappa Klaus. Genau. Und jetzt sieht man hier direkt mal... Vorsicht! Du hast 2 Urheberrechtsverwarnungen. Bei der nächsten Verwarnung dieser Art sind wir gezwungen, dein Konto zu deaktivieren. Digga, was? Digga, was? Oh shit, Digga, die Sun ist ja gerade hier richtig am Reinschein. Habe ich gar nicht gemerkt, Alter. Voll überbelichtet. Gönnt euch das. Wie sieht denn das Licht aus, Digga? Ja, moin. Dann doch lieber wie ein Hurensohn mit allen Jalousien runter. Ja, Digga, so lebt sich das als YouTuber, wenn man kein natürliches Licht haben darf, weil das schwankt immer diese... ja, halt dein Maul. Es ist sehr traurig, meine Freunde. Ich will jetzt einfach noch ein bisschen so talken. Also, ihr wisst Bescheid. Ab jetzt kann es kein weiteres Mädchen 2 Video geben. Nicht, weil ich es nicht mehr will. So, die Phase hatte ich jetzt so. Ich hätte jetzt schon Bock, noch weitere Mädchen 2 Videos zu machen. Sogar unter diesen aktuellen Umständen. Aber das macht einfach absolut keinen Sinn. Denn wenn ich jetzt noch ein weiteres Mädchen 2 Video mache, es ist jetzt die Tatsache, wenn ich ein weiteres Mädchen 2 Video hochlade, ist es der Tod von Sascha LP. Dann wird mein YouTube-Kanal deaktiviert und Käsekuchen. Ne? Dann ist da nichts mehr mit, ich lade nochmal hoch oder so. Dann kann ich gar nichts mehr hochladen. Ihr seht jetzt mal hier die Statistik der letzten 28 Tage. Es ist absolut nicht rosig. Ich hatte schon in 2012 oder so das 3- oder 4-fache an Klicks. Fick mal mein Leben. Aber es ging wieder so ein bisschen bergauf. Hier ist 2012 direkt übertreiben, aber so 2014 auf jeden. Hier ist, Abos sind jetzt auch wieder hochgegangen. Ich hatte jetzt eine Phase, wo ich wieder viele D-Abos gemacht habe, weil ich ja mit Mädchen 2 aufgehört habe. Das hat sich auch wieder so ein bisschen eingependelt. Aber, Jungs, das bringt uns alles nichts. Denn jetzt wurde ich komplett gefickt. Sagen wir es so, wie es ist. So, ich bin sonst immer einer, der alles raushaut, der einfach redet wie so ein Assi, wie der ein oder andere das empfinden wird. Ich bin gefickt. Also, mein Arschloch ist weiter gespreizt als... der Mund von einer extrem übergewichtigen Frau, wenn sie ein Big Mac zu sich führen will. Digga, ich hab reingechoked, Alter. Ich hab reingechoked. Was ich damit sagen will, ist, dass es jetzt Schluss ist hier auf diesem Kanal mit Mädchen 2 Videos. Denn, wie gesagt, mir sind die Hände gebunden. Wer jetzt gar kein Interesse mehr an mir oder verspürt, weil ich keinen Mädchen 2 mehr bringe, darf gerne diesen Kanal deabonnieren. Ich bin mal gespannt, wie viele D-Abos es kassieren wird. Ist auch scheißegal, selbst wenn ich sagen würde, oh jo, Leute, gib mir doch eine Chance, Mann. Gib mir doch eine Chance, ey. Ich will doch nur eine Chance, Alter. Ich will nur eine Chance, sagen die. Bruder, wie die 2 Content, finde ich nicht. Nee, aber, ja moin. Ist auch voll okay, so. Klar, wenn ihr mich wegen Mädchen 2 abonniert habt, so, weil ihr das nice fandet, wie ich das Game gedaddelt habt und so, dann ist das okay. Dann bist du ein Faggot, Digga, geh mal nach Hause. Aber nein, okay. Wir werden jetzt auf diesem Kanal bleiben. Ich werde jetzt erstmal die nächsten Tage, ich denke mal Samstag oder so wird das kommen, vielleicht auch schon Freitag, das Frage-Antwort-Video hochladen. Und dann werden wir weiterschauen. Ich werde auf jeden Fall am Leben bleiben, so. Ich bin jetzt nicht so ein Boy, der sagt, oh,
started from the bottom, now we're here. Und jetzt droppe ich wieder runter. Weil ich habe mir das all die Jahre praktisch aufgebaut. Ich, in Metin 2 bin ich was, Bruder. Ich bin Metin 2 YouTuber-Baba. Und in, auf andere Sektionen auf YouTube bezogen nicht. Das ist ganz klar. Und was das angeht, muss ich halt einen Neustart machen. Ob ich das jetzt auf diesem Kanal machen werde, der eh todesgefickt ist. Zwei Urheberrechtsverletzungen, das Recht zu monetarisieren wurde mir genommen. Und ich glaube, für diesen YouTube-Algorithmus wäre das auch nicht so geil, so einen mega alten Kanal von 2012, der am 24.09.2012 gestartet wurde. Keine Ahnung, ich sehe da eigentlich keinen Sinn, den einen Kanal hier eigentlich weiterzuführen, weil er ist ewig alt, mit Mädchen 2 Videos, kann man sagen, verseucht. Ich habe nur Mädchen 2 Videos hier gemacht und außer die 20k Abos bindet mir hier eigentlich nichts und ein Großteil meiner Abonnenten, wie das halt so ist, ist auch inaktiv. Deswegen schaue ich mal, ob ich vielleicht einen neuen Kanal mache. Ihr könnt mir ja auch schon mal, so, keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche coolen Kanalnamen habt, so Vorschläge reinschreiben. Irgendein nicer Dude schreibt da eh irgendwas und dann freue ich mich immer, weil es lustig ist, weil du dann mein Brother bist. Allgemein aktive Kommentare und Unterstützung von euch wäre jetzt sehr motivierend, kann ich sagen. Weil das zieht einen schon immer recht krass runter. Klar, man ist, hat sich daran gewöhnt, dass die Videos gesperrt werden und so. Und dass es allgemein dein Kopf schon heftig fickt. Aber man macht einfach weiter und die Leute, oder einige Leute sehen das ja auch und so. Und für die macht man das dann auch. Dass dann halt so die Fanbase hat die Videos auf jeden Fall immer mitbekommen. Aber gut, ich will jetzt auch gar nicht länger ausschweifen. Das war's von diesem Video. Checkt mich auf Instagram ab, sascha-w96. FAQ is coming soon. Und alles weitere sehen wir dann. Ich liebe euch so sehr. Love ya.